Alle Jahre wieder wird an der Uhr gedreht. Aber warum? Nun, der Grund für die Zeitumstellung war ursprünglich, Energie bzw. Kohle für die Energieerzeugung zu sparen. Die EU-Kommission hatte schon 2018 Vorschläge gemacht. Viel Aufsehen also, getan hat sich allerdings seitdem nicht viel. Der Ball liegt jetzt bei den 27 Mitgliedstaaten der EU. Diese müssen sich nun einigen und klären, ob sie dauerhaft Sommer- oder Winterzeit haben wollen. Worin liegt der Unterschied? Bei der Sommerzeit ist es am Abend länger hell. Viele wissen das bei der Freizeitgestaltung zu nutzen und genießen die lauen Feierabende im Freien. Die sogenannte Winterzeit ist die Normalzeit und sichert dafür mehr Helligkeit in den Morgenstunden. Eine gemeinsame Position zu finden, ist den Regierungen im Rat der EU noch nicht gelungen. Es steht also in den Sternen, ob das halbjährliche Drehen am Uhrzeiger bald aufhört. Was haltet ihr davon? Was ist besser? Sommer- oder Winterzeit? Schreibt eure Kommentare und lasst gleich noch ein Abo da. So seid ihr immer auf dem Laufenden hier beim Fernsehfunk Berlin.